Hallo? Hi John, na was geht? Wo bist du plötzlich hin gestern? Ich habe mir voll die Sorgen gemacht. Na ja, klar. Was? Nix, nix, ich musste zur Tür, es hatte geklingelt. 3 Stunden lang? Ja. Wirklich? Nein. Eigentlich wollte ich dir nur Zeit geben, über dein Verhalten in MW3 nachzudenken. Du meinst die Sache mit der FMG? Nein, ich meine deinen unterirdisch schlechten Skill. Also doch die FMG. Natürlich. Okay. Okay, was? Ich spiele jetzt keine MW3 mehr. Okay. Okay, was? Okay, warum? Ich werde da extrem oft einfach um die Ecken gekillt und das nervt, würde in echt auch nicht funktionieren. John, in Spielen darfst du nicht danach gehen, was in echt gehen würde und was nicht. Okay, wonach dann? Ob du eine gute Connection hast oder nicht. Connection? Wie meinst du das? Naja, durch die Client-basierte Hit-Detection und deiner Ping wirst du bei... Tommy! Was? Ich verstehe kein Wort. Ach ja, hab ich vergessen. Was vergessen? Dass du ein Noob bist. Ein was? Tommy? Egal. Also, zum Thema. Beim Gegner bist du noch nicht um die Ecke. Das liegt daran, dass die Information, dass du schon um die Ecke bist, mit Verzögerung bei deinem Gegner ankommt. Ach so. Verstanden? Ja, nur... warum? Warum machen die Entwickler sowas? Da können die Entwickler doch nichts für. Alter, ich werde um die Ecke gekillt, obwohl ich schon 2 bis 3 Sekunden dahinter war und manchmal kann ich mich einfach nicht mehr vorwärts bewegen. Ach ja, hätte ich vergessen. Was vergessen? Dass MW3 scheiße ist. Tommy! Ja, sorry, MW3 hat eine Kompensation drin, dass alle Leute den schlechtesten Ping bekommen, um das Spiel fair zu machen. Was? Ist so. Verstehst du jetzt langsam, wieso ich dieses Spiel über alles hasse? Naja, so kann man es ja nicht mehr richtig spielen. Eben. Na gut, okay, hast mich überzeugt. Gut. Zockst du dann jetzt endlich Battlefield mit mir? Joa, könnte ich eigentlich machen. John, ja? das ist ein Schritt in die richtige Richtung.